Guten Morgen, mein Name ist Nevin von der Firma Elektrozit. Ja, guten Morgen. Zu Beginn der Durchführung hält der eingesetzte Geselle vor Ort Rücksprache mit dem Kunden und verschafft sich einen Überblick über die alte Beleuchtungsanlage, damit er später bei der Installation den Geschäftsbetrieb möglichst wenig stört. Die Arbeitsbereiche werden abgesperrt, um eine Gefährdung auszuschließen. Um die Verschmutzung so gering wie möglich zu halten, wird der Arbeitsbereich großzügig abgedeckt. Zunächst demontiert der Geselle die nicht mehr benötigten Leuchten und Vorschaltgeräte. Anschließend werden die neuen Leuchten und Vorschaltgeräte montiert. Zunächst wird in eine neue Deckenplatte ein passender Ausschnitt für die neuen Leuchten geschnitten. Anschließend wird die Leuchte befestigt, hier mit zusätzlichen Versteifungen. Nun kann die Deckenplatte mit der darin befestigten Leuchte wieder in die Decke eingesetzt werden. Erst jetzt wird das Vorschaltgerät an die Stromversorgung und an die Leuchte angeschlossen. Aus Sicherheitsgründen muss dafür der entsprechende Stromkreis abgeschaltet sein. Die Überprüfung erfolgt nach den 5 Sicherheitsregeln. Danach wird die Funktion der Leuchte getestet. Zum Schluss wird die Anlage nach DIN VDE 0100 Teil 600 geprüft und ein Messprotokoll erstellt. Damit wird dem Kunden die Sicherheit seiner Anlage nachgewiesen. So, wir sind schon bald fertig. Schließlich wird die Beleuchtungsanlage dem Kunden vorgeführt und es erfolgt eine Einweisung. Dann bedanke ich mich. Ja, ich denke auch. Dann packen wir zusammen und verabschieden. Gut, genau. Sehr schön. Vielen Dank. Tschüss.